zusammen und herzlich willkommen bei Spotlight Street Parade. Das ist die Zeit, wo sogar die Stadt Basel sich von der Limax-Stadt verneigt. Auf Einladung von Silvina bin ich heute hier an der Street Parade und möchte das Ganze so richtig gut noch miterleben. Sag mal, mit was fangen wir an? Liebe Adela, ich schlage vor, wir setzen heute mal voll auf Street Credibility. Was meinst du? Bin dabei. In diesem Fall heisst es für dich ab auf den Wagen und für euch zuhause ganz viel Spass an einer Street Parade voller Gegensätze. Während sich Adela auf den fröhlich frivolen Weg Richtung Bellevue macht, bleibt Silvina in Lauerstellung im Burolack. Hier findet bereits zum 15. Mal die Bum Bum Orlack statt. Wir warten über 1000 Gäste heute und alle sind schon in Partymood. Umso besser. Und obwohl es schon angefangen hat, ist es noch lange nicht fertig. Und es geht nachher bis zum letzten Laufmobil. Das heisst, der letzte Lauftruck ist immer so um die 8, Viertel ab 8. Und bis dann kann man essen, trinken und es ist wirklich ein All-Inclusive-Angebot. Ein weiterer Grund, warum das natürlich die Leute zu uns kommen, ist der Livestream, den wir direkt von der Bühne haben, von der Hauptbühne auf dem Bürkliplatz, mit über 10'000 Volt, wo wir nachher hier über den Garten powern. Na dann schicken wir Silvina doch gleich durch den imposanten Park. Da gibt's allerhand zu tun. Aber nicht nur da. Adela hat sich doch tatsächlich an einigen hunderttausend Sonnenbrillen und Smileys vorbei über die Kehbrücke gekämpft und besteigt Wagen Nummer 17. Yes, Street Parade 2017! Die Parade 2017 kann man nicht hoppen! Seht ihr, es kommt zwar noch ein bisschen Regen, aber es ist ein bisschen abkühlen. Es geht voll ab! Woo! Das ist das erste Mal an einer Street Parade! Vor 4 Jahren mal gesehen, aber jetzt bin ich wieder mal da. Auf einem Nachhinein und ein cooles Gefühl. Gut, wie geht's Silvina? Gewinner von unserem letzten Wettbewerb befindet sich auch da irgendwo in diesem wunderschönen Park. Mitmachen lohnt sich darum auf jeden Fall. Der Shootingstar der österreichischen Comedy-Szene. Nein, nicht Red Bull Salzburg, sondern Tricky Mickey. Der Bauchredner verbindet Comedy mit Zauberei und liefert sich mit seinen frechen Begleitern Wortgefechte für angespannte Lachmuskeln. Tricky Mickey besucht die Schweiz im September. Am Kreuz und Quer Kleinkunstfestival steht der smarte Wiener nebst anderen Größen wie Nick Hartmann, Pete Schwabbe, Lapsus oder auch Hallihallo meine Lieben, ich bin's, der Tricky Nicky. Ich bin ja ein Hypochonder aus Leidenschaft. Als kleinen Bonuseffekt nehmt ihr einfach dieses Taschentuch dann. Was erwartet euch? Keine Ahnung. Ja, darum sage ich's. Eine einzigartige Kombination aus Comedy, Zauberei und jeder Menge Bauchen. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich in der Szene bekannt bin als das Paracetamol unter den Entertainern. Der kann reden, ohne dass er so eine Lücke sieht. Cool, oder? Wir sehen uns beim Kreuz und Quer Festival vom 6. bis 24. September hier in der Oberen Mühle in Dübendorf. Spotlight verlost 2x2 Tickets für den allerersten Auftritt von Tricky Nicky auf Schweizer Boden. Ab auf die Facebook-Seite von Spotlight und schon seid ihr den Tickets einen Schritt näher. Weiter geht's mit Boom Boom. Einmal Orlack, einmal auf Wagen 17. Wie anders ist es, was DJ auf einem Wagen sein? Sehr speziell. Für mich ist es der Event vom Jahr. Weil ich spiele zuhause, ich spiele in Zürich, wo ich geboren bin und auch aufgewachsen. Und ist das doppelt so viel. Das erste grosse Event, das wir haben, ist Amsterdam an der AD, größte Convention, aber Zürich. Die Street Parade 2017 punktet nicht nur mit einem neuen musikalischen Konzept, sondern mit einem relativ einheitlichen Echo. So toll wie dieses Jahr war sie schon lange nicht mehr. Das hat man bis nach Basel gehört. Wunderbar!
wirklich einfach noch die Ventis. Aber ja, schaut selber, was sonst noch so läuft. Die Chinotram der VBZ Genusslinie. Essen in Zürich Sonnenstube. Mit Tessiner Spezialitäten. Serviert im Oldtimer-Tram. September bis Oktober 2017. Bitte einsteigen. www.genusslinie.ch. Zurück an der Street Parade. Leider jedoch schon fast zum Ende hin. Doch ob solcher Bilder freut man sich bereits jetzt auf die nächste Ausgabe. Die wird wieder so gut. Ganz bestimmt. Spotlight. Ich glaube, die Erkenntnis ist klar. Egal ob mit dem Schuss oder ein bisschen ruhiger, Hauptsache miteinander, oder? Absolut, dem gibt es definitiv nichts mehr hinzuzufügen. In dem Sinn, bis nächste Woche hoffentlich am 10.8. bei Spotlight. Tschüss, tschüss miteinander. Zusammen.